Prosit Neujahr! Prosit Neujahr! Herzlich willkommen bei der ersten Folge im neuen Jahr 2018. Wir wünschen euch alle alles Gute für das neue Jahr, viel Glück, Gesundheit und allzeit gut Flug. Ja. Opa, willst du auch noch ein paar Worte sagen? Ich wünsche ebenfalls viel Freude im Taubensport. Mach um Gesundheit. Prosit! Prost! Ja. Heute wollen wir ja den Gewinner unseres Rätsels ziehen. Hier in diesem Topf sind die 18 richtigen Antworten, die eingegangen sind. Also 18 Leute haben eine richtige Antwort eingeschickt und haben uns auch tolle Kommentare zu unseren Videos gesendet und uns ermuntert, weiterzumachen. Und wir haben mittlerweile über 80 Abonnenten, was auch eine schöne Sache ist. Und ich denke, es gibt einigen Leuten, denen das Spaß macht, bei uns zuzuschauen, und wir machen gerne weiter. Und der Opa freut das auch sehr, dass so viele mitgemacht haben. Ja, schön interessant. Ja. Und wir wollen euch heute vielleicht noch erzählen, was wir in den nächsten Wochen noch ein bisschen vorhaben werden. Also, wir haben ja bis jetzt Bericht von den 60er Jahren. Wir werden auch noch Videos drehen über die 70er Jahre. Da werden insbesondere die zwei Olympiatauben meines Opas drin vorkommen. Dann möchten wir ein Video drehen über die Taubenfotografie. Mein Opa hat schon sehr früh begonnen, Fotos von seinen Tauben zu machen. Da wollen wir euch auch vorstellen. Wir wollen euch auch vorstellen, wenn hier die Tauben angepaart sind und wie das alles so funktioniert. Und ich habe mir vorgenommen, von einer Taube zu filmen, wie sie wächst. Also von der Befruchtung des Eis bis zum Schlüpfen, nachher, wenn sie aufgewachsen ist. Auch das möchte ich gerne auf dem Video festhalten. Also die ersten 30 Tage im Leben der kleinen Brieftaube. Das alles haben wir in diesem Jahr vor. Ansonsten haben wir begonnen, du darfst gleich was sagen, ansonsten haben wir begonnen, gestern die ersten Tauben vorzupaaren, um zu testen, ob unsere neue Anpaarung auch funktioniert. Das hat ganz gut funktioniert. Zeige ich euch nachher noch kurz im Video. So, also hier sehen wir Polish Silver, der dieses Jahr beim Superstar Race in Rumänien sehr gut geflogen ist, und Flug Mira, die zweite Asttaube vom Flug Mira 2015. Die haben wir gestern zusammengesetzt zum Vorpaaren, um zu sehen, ob das funktioniert, ob das harmoniert. Und man hat direkt gesehen, dass es harmoniert. Jetzt, einen Tag später, sitzen sie hier relativ ruhig zusammen, aber das passt alles und wir hoffen auf gute Nachzucht und setzen jetzt heute das nächste Paar hier zum Vorpaaren zusammen, um zu testen, ob das alles funktioniert. Ende Januar, Anfang Februar wollen wir dann mit der richtigen Paarung beginnen. Na Opa, was hast du noch vor? Was willst du noch so in diesem Jahr erzählen? Ich würde vielleicht noch einige Eindrücke übermitteln über die Taubenzucht von 1903 ab. Ich habe das Originalprotokollbuch meines Heimatvereins. Zurzeit habe ich es dem Heimatmuseum in Gwischitz übergeben. Aber ich habe lange darin gelesen. Es war sehr interessant für mich und vor allen Dingen konnte ich mir da einen Eindruck machen, wie arm und eifrig die Leute mit dem Taubensport verbunden waren. So einige kleine Episoden. Und wie gesagt, das Milieu, wie das damals gehandhabt wurde, beginnt schon in interessanter Weise mit der Eröffnung bei der Vereinsgründung. Hieß es, der Präses, also nicht der Vorsitzende oder später bei Hitlers Zeiten, hieß es der Führer, sondern hier sprach man vom Präses. Der eröffnet die Versammlung mit einem dreifachen Hoch auf unseren allerhöchsten Protektor, seine Majestät. Bei Versammlungsende ist es dann mit einem dreifachen Kaiserhoch, wurde die Versammlung jeweils beendet. Das sind alles Sachen, die kann man sich heute gar nicht so vorstellen. Ja, das und dann werde ich vielleicht noch eine kleine Geschichte aus dem Protokollbuch, könnte man auch sehen, wie das Leben im Verein sich entwickelt hat. Streitigkeiten, wie die behoben wurden, und welche Strafen man ausgeführt hat. Und all diese Sachen,
die kann man heute natürlich nicht mehr so ganz verstehen. Aber das Zeug zeigt davon, mit welchem Ehrgeiz, mit welchem Verantwortungsbewusstsein man den Taubensport betrieben hat. Ja, gut. Ja. So, heute wollen wir noch eine ganz kleine Geschichte erzählen, wie vor vielen, vielen Jahren mal hier in Fischbach bei einem Flug sogenannte Betrüger aufgeflogen sind. Es war eigentlich lustig, wie das gelaufen ist. Ja, also Opa, wie lange ist das ungefähr her? Ja, das war in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg. Also ich habe das auch nur durch Erzählen von meinem Onkel, der allerdings, man konnte auch nachher im Protokollbuch, war die Sache auch Gegenstand. Und wenn es passierte folgendermaßen, der Verein, mein Heimatverein, wie das in Fischbach 0155, der führte damals einen Vorflug als der Reisevereinigung. Die wurden nicht jedes Mal, weil mit dem Zug transportiert wurde, mussten die Vereine sich selbst organisieren. Und so führte dann mein Heimatverein auch jeweils einen Vorflug durch von etwa 30 Kilometer Entfernung. Die Tauben wurden mit der Eisenbahn befördert und immer zwei Mitglieder des Vereins waren für den Transport der Tauben vom Einsatzlokal bis zum Bahnhof zuständig. Und bei einem Flug war dann die Zuständigkeit des Transports ein Brüderpaar, die hatten also mit drei Brüdern, die zusammen den Taubensport betrieben, sehr ehrgeizig waren. Und die waren also verantwortlich für den Transport der Körbe vom Einsatzlokal bis zum Bahnhof, so etwa 2 Kilometer. Das geschah dann Samstagabend und am Sonntagmorgen sollte der Start sein. Also wie gesagt, die Entfernung war nur 30 Kilometer. Und da rief der auf der Flugleiter, wie man mal nennen will, wurde morgens angerufen von dem Transportbegleiter, der ebenfalls vom Verein gestellt wurde. Der teilte dem Flugleiter mit, dass wegen Nebel ein Start vorerst nicht möglich war. Das war aber den Mitgliedern nicht bekannt. Und wie gesagt, die Uhren, es waren zwei Uhren, die der Verein selbst besaß, die waren im Vereinslokal gestellt. Und da saßen schon einige Mitglieder, eine Kommission, die dann die eintreffenden Tauben dort konstatieren sollte. Und die Züchter hatten zum Teil Laufgruppen aufgestellt, die Ringe bei einer Ankunft in den Vereinslokal zum Konstatieren laufen mussten. Also da konnte man noch Zeit gewinnen, wenn man schnelle Läufer hatte? Ja. Für 100 Meter Entfernung gab es eine Minute Laufvergütung. Oh, das ist ja schon einiges, ne? Und weil aber, wie gesagt, der Start noch nicht erfolgt war und allerdings war das nicht bekannt, ist auch nicht bekannt gegeben worden. Und dann stellten die im Vereinslokal plötzlich fest, kam einer der Brüder, die beim Transport zum Bahnhof tätig waren, gelaufen mit einem Ring und wollte den konstatiert haben. Man war sich sofort einig, dass man also stillschweigend bewahrt hat und hat den Ring dann angenommen, als wäre es ein echter ankommender Taube gewesen. Und zwei oder drei Minuten später kam der zweite Bruder ebenfalls mit der zweiten Taube gelaufen. Und dann hat man den Brüdern eröffnet, dass es Betrug war, weil die Tauben noch gar nicht gestartet waren. Sie wurden daraufhin laut Protokollbuch zunächst aus dem Verein ausgeschlossen und wie ich feststellen konnte, ein Jahr später waren sie dann wieder im Verein drin, hat man ihn verziehen. Also das sind so Episoden, die den Verein begleitet haben über Jahre hinweg. Abgesehen davon, dass einer mal dem anderen eine Taube weggefangen hatte oder so, also das gehörte damals auch dazu. So, das war mal eine kurze Episode, wie früher die Leute halt mit allen Tricks versucht haben, hier Erfolge zu ergattern. Und das ist ja auch schon fast ja, 100 Jahre her, ne? Also ja, über 100 Jahre her. So, jetzt kommen wir zur Auflösung unseres Rätsels, wo wahrscheinlich viele schon drauf warten. Also warum verpasste Opa die Salammeisterschaft? Der Hauptgrund war die leere Batterie, das ist richtig. Also
Mein Opa brauchte noch die fünfte Taube, die am dritten Tage immer noch nicht da war. Mein Opa musste aber zur Arbeit, weil er einen wichtigen Termin beim Gericht hatte. Und meine Oma, die auch mit den Tauben vertraut war, sollte das Aufpassen übernehmen und, wenn die Taube kommt, den Ring in die Uhr drehen. Meine Oma, also es war auch eine Klingelanlage hier angebracht, die also immer angezeigt hat, wenn eine Taube eingeflogen ist, da hat es angefangen zu klingeln. So, aber meine Oma bemerkte nichts. Sie war aber eine halbe Stunde ungefähr aus dem Haus, um die Tochter aus dem Kindergarten abzuholen. In dieser Zeit muss die Taube eingesprungen sein und die Klingel hat sich wahrscheinlich während dieser Zeit leer geklingelt. So, und nachmittags, als mein Opa zu Hause war, ist er hochgegangen, hat dann gesehen, dass die Taube da saß, aber da war es leider eine Stunde oder eine halbe Stunde zu spät. Also der Hauptgrund war, wie gesagt, die leere Batterie und die Oma, die zum Kindergarten musste. Das war also die Lösung, warum der Opa damals leider die Slalommeisterschaft verpasste. 18 Antworten sind eingegangen, alle 18 waren richtig, teilweise muss ich sagen sehr, sehr ausführlich aufgeschrieben mit allen Details. Und jetzt hier in unserer Losbox sind sie drin, ich mische mal noch einmal durch, der Opa kann gleich auch mal nochmal durchmischen mit der Hand und dann ziehen wir feierlich den Gewinner. So Opa, misch du auch mal einmal mit der Hand noch durch. So, gut, alles klar, dann zieh. So. Peter Matic aus Australien ist der Gewinner unseres Rätsels. Das ist interessant. Ja, also ein Zuschauer aus Australien, der uns immer zuschaut, hat gewonnen. Gut, da gehe ich mal davon aus, dass er den Amazon-Gutschein nimmt, weil der Taubenversand nach Australien ist sehr, sehr schwierig. Ja? Gut, aber wenn wir jetzt den Amazon-Gutschein schon verlost haben, ziehen wir jetzt noch, weil wir uns so über die Resonanz freuen, noch einen zweiten Gewinner. Wenn es ein Taubenzüchter ist, kann dieser dann die Taube gewinnen. Ne? So, der zweite Gewinner ist Christian Hildebrandt. Ist mir jetzt nicht genau bekannt, wo er her ist, muss ich zu Hause nachschauen. Aber er wäre dann der Gewinner der Jungtaube. Ne? So, da haben wir das. Da haben wir alles. Vielen Dank für die Teilnahme. Ich denke, im Laufe des Jahres werden wir bestimmt mal wieder ein Rätsel machen. Und dann haben alle wieder eine neue Chance zu gewinnen. So, wir beginnen jetzt diese Woche mit der Vorstellung der Zuchtweibchen. Und auch in der neuen Woche, also nächste Woche, kommt dann eine neue Geschichte aus Opas Taubenleben. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.